Ja, das sieht nach Goebbels aus. I think that might have been the only copy of the orientation film. Hold on. Slides somewhere. Welcome to your first day running the Kerbal Space Program. This campus hosts the greatest ever gathering of astronomers, astronauts and engineers. Of focused effort. This collection of geniuses has created several very impressive buildings. We believe we have all the necessary pieces to take our first steps off the ground. The best way to advance our technologies further is to get up there and learn by doing. All we need now is somebody to show us how to put all these parts together. Das so nicht. Well, we also need somebody to help us out with the flying. We need a lot of help actually. That's why you're here. My name is Paige, by the way. If you need any hints, feel free to visit me over at the training center. Everything in there is well padded, so it's a great place to get up and running. Welcome aboard! Ja, der Anflugschirm hört sich schon nach Kerbal Space Program an. Irgendwie sieht's komisch aus. Okay, das ist die Ortungsstation. Ja, okay, hier sieht's ja geil aus. Ich fand den Wernherr von Kerman, der einem das im ersten Teil erklärt hat, besser. Und ich finde, das sieht auch irgendwie auch. Ich meine, ja, also die Geräusche sind schon mal. Die muss ich mal ausstellen. Die gehen mir offen. Hier dieses ganze Geplülle. Audio. Das müsste ja UI-Sound sein. Der kann einmal aus. Der nervt mich nur. Okay. Scrollen wir mal ein bisschen raus. Sieht halbwegs vertraut aus. Funktioniert auch anscheinend so, wie es immer funktioniert hat. Ich weiß jetzt nicht, was hier diese Blase ist. Das wird sich wahrscheinlich rausstellen. Kerbin. Mann. Minmus. Das sind wahrscheinlich die Gravitations. Oder? Könnte das sein, dass es das irgendwie die Gravitationsgedönse ist? Ja, so, guck mal hier. Kartenansicht, Himmelskörper zu sehen, und wieder mit Wertepop. Du kannst rein oder so, ja. Funktioniert also auch wie im ersten Teil. So, gucken wir mal kurz. Geht das jetzt dann wieder eingeblendet? So anscheinend nicht. Hier ist die Übersetzung noch nicht drin. Gucken wir mal. Gehen wir mal zu Kerbal. Moho. Wieso ist Moho hier? Doch, da ist Moho. Ja, Kerbal. Da ist die Kameraperspektive noch ein bisschen buggy, wo es man reingebracht hat. Sieht ganz nett aus. Eve. Haben wir hier. Also so ganz ist das mit der Grafik noch ein bisschen buggy anscheinend. Das sieht auch ganz nett aus. Ist man hier nicht so, dann halt mal kurz Skill hier. Luna will ich mir auch mal angucken. Ja, sieht aus wie der Mars. Das sind ja die Ecken, wo ich tatsächlich Dress war ich, glaube ich, im ersten Teil auch noch nie. Auf Jul bin ich zumindest mal mit der Sonne vorbeigeflogen. Ja, sieht auch noch aus wie damals. Ja, sieht ein bisschen besser aus als im ersten Teil tatsächlich. Hier muss man dann mal gucken, wie das ist. Mit dem ganzen Fahrzeug, gut, Himmelskörper. Kolonien. Ah, okay, das Kerbal Space Zentrum scheint als Kolonie im Spiel zu zählen, interessant. Ja, hier hinten ist es noch irgendwie, ich weiß nicht. Es sieht nicht wirklich schön aus, muss ich sagen.
aber läuft auch nicht wirklich performant. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Das ist die Kapsel. Oh, okay. Die hat auch Innenansicht. Das ist aber ein bisschen. Also ich finde die Steuerung noch ein bisschen unangänglich tatsächlich. Wir haben. Oh, okay, doch, wir haben doch ein bisschen mehr. Wir haben hier verschiedene. So ein Riesending hier. Das war mit dem. Was passt in die Blechbüchse rein? Steht da wie viel Besatzung? Also ist das der. Sprich, das der. Oh, das geht auch. Okay, das ist interessant. Ich finde auch die Raucheffekte interessant tatsächlich. Gucken wir mal, was wir sonst noch so an Kapseln haben. Wir haben hier. Ein Einsitzer für einen Lerner. Ja. Wir haben drei Sitzkommando-Kapsel. Das sind wahrscheinlich die Apollo-Kapsel. Oh, hier, guck mal, mit dem Fenster. Und ja, das ist eindeutig an die Apollo-Kapsel angelehnt. Ich frage mich, ob es hier sowas wie Rasterprobe-Monitor für den ersten, vom ersten Teil gehabt, aber das ist definitiv an die Apollo-Kapsel angelehnt, ja. Dann haben wir einen Zweisitz-Lander. Ich finde das ein bisschen inkonsistent. Bei manchen kannst du reingucken, bei anderen wie hier nicht. Ich hoffe, da machen sie noch was. Es färbt sich bei mir nichts um. Bin ich blöd oder? Färbt sich hier nichts. Also bei mir färbt sich nichts, da müsste man dann das, also weiß nicht, ob das so soll oder nicht, oder. Aber doch, jetzt hat sich was gefärbt. Also man muss hier wahrscheinlich auf das Farbding so. Noch das andere klicken? Ne, ist keine Idee. Also hier weiß ich nicht so ganz, wie das mit dem Färben funktionieren soll. So, dann gucken wir mal hier bei Treibstofftanks. Ja gut, das ist eine, tatsächlich eine ganze Menge. Was sind die größten? Ne, das ist small, ne? Ich würde die gerne wieder. Wie geht die weg? Wie kriegen die wieder weg? Ah, entfernt drücken macht wieder weg. Hm, das sind die größten aktuell, so wie es aussieht. Das sieht nach. Das sieht für mich nach hier. Das sag ich schon mal an. Launches, der Space Launch System größer aus. Hier sind die Treibstofftanks im Flugzeugbau. Wir haben hier Monopropellant, Monotreibstoff, Xenongas hat schon drin, wie gesagt, Wasserstoff. Okay, es scheint verschiedene Treibstoffarten zu geben. Gut, bei den Triebwerken. Vielleicht auch noch alles ein bisschen sparsam. Hier, okay, Launch Escape System, nett. Was da schon drin ist, Booster, Flugzeugtriebwerke. Konnte man die nicht irgendwie. Ah, hier. Kann man dann Spannweite. Ah, das ist gut. Das ist tatsächlich cool gemacht. Das ist hier neu. Hier kannst du den Winkel auf total. Also hier kannst du richtig, also jetzt bestimmt ein total funktionables Trieb, kann man hier mit den Falltasten, kann man sich hier drin irgendwie bewegen? Also jetzt bestimmt hier voll der sinnige, Flügel. Innen dünn. Außen dick. Naja gut, machen wir das halt weg. Das ist tatsächlich eine nette Erneuerung. Trainingszentrum. Gucken wir uns mal das Trainingszentrum an. Gucken wir uns mal das erste Tutorial-Teil noch an. Okay, das sind anscheinend nur so Filmchen, oder?
stages do different things. Often the first stage is very powerful, with just enough fuel to get the vehicle through the atmosphere. The second stage usually has a low thrust engine that, while not as powerful, is more fuel efficient. After dropping the heavier first stage, leaving the atmosphere, the second stage engine pushes the much lighter second stage to orbital speed. Ja, ich denke, wir werden mir den Filmchen jetzt hier nicht weiter angucken. Erstmal weiß ich das alles schon, zweitens gehen mir die Fehler in den Untertiteln ein wenig auf die Nerven. Ah, okay. Ich will ja nichts sagen, aber... Ich muss mal kurz in die... Okay, hier kann ich jetzt nicht in die Grafikeinstellungen. Interessant. Let's learn how to rotate the flight camera. That way, great. You can also zoom the camera in and out. Nice. Go ahead and pick your favorite view. Your rocket is ready for launch. Every good launch starts with a big green button and lots of fire. Most bad launches do too, actually. Looking good. Ascend to 1000 meters and then we'll learn some controls. Kann ich, wie viel Wert kann ich auszoomen? Gibt's eine Karte? Was ist das hier? Okay, you're a kilometer up. You can still crash, but you'll have more time to correct your course if you start pointing at the ground. Let's learn some rocket controls. Also die Kartenansicht war im ersten Teil auch deutlich besser. Also so allgemein, die weiß ich nicht. Ich muss gleich nochmal in die Grafikeinstellungen, aber... When flying a rocket or a plane, we have specific terms for moving. Pitch tilts your rocket's nose up and down. Nice pitch. Now pitch up until you're flying straight up. Was? Drücke S, um die Rakete noch hochzuziehen, okay. Let's move on. Yaw steers your rocket left and right. Try it now. Now yaw to the left to straighten. Excellent. Now for the final control. Roll rotates your rocket clockwise and counterclockwise. Try it now. Wir fliegen also fast polar, okay. Ja, wie doch. That's the basics of rocket flight. Feel free to experiment with the controls. You can move on when you're ready. To break free of Kerbin's soupy atmosphere, we want to... Now let's add the sustainer engine to the fuel tank. Excellent. Our rocket is looking pretty great. We just need... Our one Kerbal rocket doesn't weigh much, so we only need an extra small parachute. Let's go with that one. Now, all we need to do is put it on top of the command pod. It won't do as much good on the bottom. Congratulations! You've just built a rocket. Are you sure you haven't done this before? Bin mir ziemlich sicher, dass ich das vorher schon mal gemacht habe. Das Zusammenbauen ist ähnlich wie im ersten Teil tatsächlich. Vielleicht sogar ein Tucken angenehmer. Also ich habe jetzt mal hier so einen vorgefertigten Rover gespawnt auf der Start- und Landebahn. Um mal zu gucken, ob die Rover sich... Die sollten sich ja besser steuern in dem Spiel jetzt. Das wollte ich mal überprüfen. Um ein bisschen das neue Kerbal Space Centrum angucken. Anscheinend haben wir zwei Landebahnen. Hier ist ein L. Das ist so eine typische Kerbal-Konstruktion, Raketentriebwerk am Rover. Ich frage mich nur, wo die Bremsen sind.
Briggs? Nö. X ist immer noch komplett aus, sehr schön. Ah, wir haben Solarkraft an Bord. Auch wenn ich das da bezweifle, dass das funktioniert, so wie wir es gemacht haben. Hier backt es auch irgendwie ein bisschen rein. Ich gebe jetzt auch noch selbst ein bisschen Gas. Also gerade unter Grund fahren sich die Rover auf jeden Fall besser als früher. Und nein, sie fahren sich überhaupt, also... Muss ich dazu was sagen? Ausgefahren, Sternensteuerung, okay, das ist, ja. Also ich muss sagen, das sieht optisch hier zwar schöner aus, im ersten Teil war es aber irgendwie übersichtlicher. Kann ich hier auch direkt, warte mal kurz, bitte schließen, kann ich hier, ja, und er öffnet gleich den ganzen Teil der Manager wieder. Das war halt der Vorteil im ersten Teil, du konntest auf einen Teil klicken, und hattest ja auch nur das, und konntest dann aber mehrere Fenster, was hier nicht geht, eröffnet dir das alles in diesem Teil der Manager. Ist ein bisschen doof. Ich frage mich, wie das, wenn du mehrere Treibstofftanks hast und dann versuchst, aus Treibstofftank 3 in Treibstofftank 300 zu pumpen. Das stelle ich mir sehr anstrengend vor. Gut, ich beende das Tutorial jetzt hier und damit auch das Video. Ich werde jetzt so hin und wieder Videos bringen, gerade wenn sowas Neues reinpatchen und sowas, aber ich werde es jetzt nicht direkt Let's Playen. Zumal es eh noch kein Let's Play-fähiges Zustand hat, das Spiel. Es gibt noch keinen Forschungstree. Fortschritt, es gibt keine Karrieren. Es gibt im Prinzip das, was du in KSP 1 auch hast. Raketen hochfliegen und in KSP 1 hast du noch viel mehr. Ja. Ja, ich schnappe jetzt irgendwas und schmeiße es hier ins Wasser. Also das finde ich tatsächlich interessant, auch wenn die Physik hier mysteriös funktioniert. Und hier will ich mal kurz raus. Also das ist tatsächlich eine interessante Sache, dass sie hier den Hafen hingebracht haben, auch wenn der Hafen sehr sporadisch ist und sparsam, aber das ist eine geile Idee, tatsächlich. Das hätte ich mir im ersten Teil auch gewünscht. Was haben wir hier? Das soll wahrscheinlich so ein Raumstation-Modul sein. Wir haben keine EVA-Möglichkeit, also hier kannst du nicht reingucken, aber ja. Raumstation-Modul, ganz klassisch. Wasser macht die anscheinend nicht kaputt, die Solarzellen, das ist... Okay. Also ich wollte nur mal den Hafen angucken, weil das ist das, was tatsächlich neu ist im Spiel. Und ja, dann sehen wir uns irgendwann wieder. Ciao.